Okay, nochmal. Guten Abend, hier ist der Übergangsrat. Ja, hier ist Michael. Ich grüße euch. Ich grüße den Übergangsrat und das Verfassungsvolk. Hallo. Hallo, Michael. Hallo. Ich muss sagen, ich bin erschrocken, was es für Menschen gibt, die die Notlage so ignorieren im Volk, dass sie mit diesen 1871er-Malaya immer wieder von vorne anfangen und damit alles blockieren. Ich möchte nur sagen, ihr befindet euch mit eurer Verfassungsebene, und ihr als Mitarbeiter befindet euch in größter Lebensgefahr, wollte ich nur sagen. Darum verstehe ich hundertprozentig, dass ihr euch verdeckt halten müsst, weil das ist kein Kindergarten, was da aufgemacht wird. Dann wollte ich noch sagen, dass ich mit meinen Immunitätsnachweisen bei Behörden, bei Gerichten, bei der Polizei rechtswirksam alle Maßnahmen eingestellt worden sind gegen mich aufgrund dieser Immunitätsbescheinigung oder diese Bescheinigung, die davor war. Oh. Und also ich bin erschrocken, wie das blockiert wird und dass man dann nicht da vorne vorkommt. Die Kinder, alle sind in größter Gefahr und da wird rumgeleiert, man geht im Kreis. Das ist etwas, was blockiert wird. Und ich muss auch sagen, ich habe Kontakt zur Frau Hannover auch und dass auch da ich keine Medikamente mehr bekommen habe. Und aufgrund auch einer Frau, die dort mit drin ist, da Hilfe bekommen habe von einem Arzt, der mir dann Medikamente verschrieben hat. Und all diese Sachen, die hört man natürlich nicht. Ne? Also ich muss nur sagen, ich bin schockiert über diese Menschen, die das dermaßen blockieren und nicht auf die Hilfsbedürftigen schauen, auf Kinder, auf Babys, auf alles, die wehrlos sind. Also ich muss sagen, ich bin schockiert. Ne? Ja, gut. Wir können uns dann also so Sätze anhören, wie zum Beispiel, der Rat macht seine Arbeit nicht, sondern kümmert sich dann um bundesrepublikanische Gesetzgebungen oder irgendwelche kommt immer das Handelsrecht, wird dann ausgebuddelt, ja, obwohl das Handelsrecht gar nichts damit zu tun hat. Es ist nämlich, um genau zu sein, es ist nämlich Seerecht. Mhm. Handelsrecht ist immer da. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Admiralsrecht, ja. Und Admiral's Law. Admiral's Law, genau. Und diese Kaiserreichsgeschichte, die Leute müssen sich damit beschäftigen, dass dort die Versklavung weitergeht. Damit müssen sie sich auseinandersetzen. Oder sie wollen es bewusst. Jedenfalls, ich muss sagen, ich bin schockiert. Wenn nicht alle langsam mitfahren in diesem Boot, dann geht die Agenda weiter. Ne? Also gut. Ne? Ja. Das wollte ich nur sagen. So, ich danke dir und wir machen dann jetzt auch nochmal eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. Gut. Ich danke dir, ja? Vielen Dank an euch. Ne? Tschüss. Tschüss.